So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich nehme direkt wieder auf und muss jetzt nach Urkus. Ach nein, die Region hieß da gar nicht Urkus. Wie ist die Region nochmal? Ach so, ich habe eine Mail bekommen, fällt mir gerade ein. Labortaten. Ich bin's bald. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es mir gedacht habe, dass ich jetzt nach Urkus muss. Mich zerstört das gerade, wie die Religion genau. Region heißt. Orre! Es hieß Orre! Ich mach das so fertig irgendwie. Raikou und Entei. Ach, ich muss mir demnächst wieder mal die gestreckten Pokebälle zulegen. Nimm mal, stehen der hier davor. Annelk, hast du diesen Slam getroffen? Ach ja, er hatte gesagt, er wollte sich im Lagerturm einmal genauer sehen. Aber wo ist dieser Lagerturm eigentlich? Ach, bin ich schon so kurz vom Schluss? Oh, was sagt die? Was? Ja. Muss ich noch klarstellen. Nilk, wie war es? Habt ihr irgendwelche Daten sammeln können? Oh, das ist ja toll. Sehen wir uns doch das doch gleich auf dem PC an. Nanu, auf dieser CD-ROM befindet sich anscheinend eine Art Liste der bisher produzierten Krypto-Pokémon. Aber leider haben die Kerle die Daten gelöscht. Lass sie bitte hier bei mir, Nilk. Irgendwie werde ich es schon schaffen, die Daten auf dieser CD-ROM wieder lesbar zu machen. Ich schicke dir eine E-Mail auf dem PDA, sobald ich etwas herausbekomme. Wo ist dieser Lagerturm eigentlich? Hast du es jetzt vielleicht raus? Er ist fertig. Tut mir leid, die Benutzung dieses Aufzugs ist leider verboten. Oh nee. So, ich hoffe mal, dass ich hier durchkomme. So, wäre das auch geklärt. Was mich interessiert, Krall-Info. Also, mir fehlt noch das Remoraid vom The Queen-Fan, das Raikou vom Krypto-Vorstand, der Mirplex vom Raser, das Entei. Treppe Urkus-Station. Ach, der Typ, Alter, nein. Stimmt, daran erinnere ich mich noch. Deswegen hatte ich schon so lange keinen Bock mehr. Da ist er doch. Jetzt ist er fertig. Schön. Es klingt so freundlich, aber im Endeffekt steht hier irgendeine riesige Mafia dahinter. Willkommen im Lagerturm.
Heute feiern wir unsere Eröffnung. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wir haben Sie schon erwartet. Bitte treten Sie doch ein. Oh, Sie haben mich schon erwartet. Das klingt nicht gut. Die Queen. Die Queen? Ja. Ich hatte schon erwartet, mein lieber Nick. In Pyritus hast du mir wirklich ganz schön den Kopf gewaschen. Aber leider kann ich es nicht zulassen, dass du meine Frisur jetzt schon wieder ruinierst. Heute muss ich dir eine kleine Zunahme sein, Kleiner. Ob mit oder ohne Musik, jetzt wird gekämpft, mein Hübscher. So, ich hoffe jetzt mal, der hat irgendwie ein Krypto-Pokémon. Ich hab mal irgendwas davon gelesen. Aber damit kann ich auch komplett falsch liegen. Ich kümmere mich erstmal um Kapalores. Ah, übertrank, jetzt wissen sollen. So. So, jetzt bitte. Yes. Zack. Robblick, das bringt doch hier gar nichts. Oder? Es gibt nicht mal wilde Pokémon. Aber das Kapalores ist schlechter anscheinend. Ah, Mist. Das ist schon mal tot. Ich weiß nicht mal, bis jetzt so eine gute Wahl war. Ich drücke einfach nur A. Amaldo. Oh Mist. Suicune ist tot. So, Megani, bitte. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. Oh, scheiße. Jetzt auf Ariyama, nicht schlecht. Rasierblatt ist dafür sehr effektiv auf Entoron. Bitte Ariyama. Ariyama. Na, ich verliere den Kampf noch oder wie? Warum greift Rasierblätter zuerst an? Flügelschlag müsste reichen, oder? Oh, nee. Ein KP. 24. Jetzt volles Risiko. Am Alter tot. Wen greift es an? Mantax, komm schon, Mantax. Mantax. Perfekt. Perfekt. Wie ich es mir gedacht habe.
Das Talent liegt mir wirklich im Blut, aber diese blöde Kämpferei, das kann ich einfach nicht. Jetzt bin ich ganz heraus. Wirklich, du hast mich aus dem Takt gebracht, du Schlinge. Nun, du hast unbestritten Talent. Also sollst du dies hier haben. Das ist ein Geschenk unseres großartigen Anführers Yakira. Ohne dieses nützliche Dingerchen kommst du hier nicht weiter. Vielleicht wäre es aber besser für dich, wenn du dich nicht zu weit vorwachst. Kann ich nicht heilen? Dass man nicht heilen kann, ist dumm. Ich kann nicht hier drüben heilen oder so. Ich gehe kurz heilen. So, ich habe mir kurz Pokebälle geholt. Aber das war's auch schon. Ich mache jetzt direkt mit dem Lagerturm weiter. Pokebälle, also Hyperbälle, Timerbälle. Und dann habe ich noch diesen Biker da besiegt. So, mal gucken, wo das jetzt hinführt. Ich würde sagen, nächste Folge. Tschüss.